Großfreunde, ist Julia von Wiesengaudi TV und neben mir steht Eva Habermann. Wie toll. Und Frau Habermann ist so toll angezogen. Jetzt müssen wir einmal dieses Kleid uns anschauen. Ja, das schaut ja aus wie Cinderella. Ich bin Cinderella. Das ist mein neuer Künstlername. Ich nenne mich jetzt Eva Cinderella. Ach cool. Ja, da muss ich mir auch noch was überlegen. Für den heutigen Abend. Ich werde ihrem Mann sagen, ich heiße Cinderella. Ah, okay. Das ist toll. Das ist süß. Bist du Single? Nein. Nein. Rechts? Ah, okay. Aber erzähl trotzdem irgendwann. Ich heiße Cinderella. Auf der Wiesn ist man ja auch eigentlich eher Single. Ist man das? Weiß ich nicht. Ich glaube, man ist eher in Sicherheit, wenn man die Schleife rechts legt, weil die Männer sonst halt aufdringlich werden. Okay, vielleicht sollte ich es auch mal umbinden. Nein, wirklich, glaub mir. Okay, du bist heute hier auch beim Almauftrieb. Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten aufs Essen, weil ich liebe das Essen hier. Das ist so genial im Käferzelt. Das ist wirklich toll. Und wir haben alle, ich war noch nie beim Almauftrieb und wir haben alle vorgeschlagen für diese Veranstaltung. Deshalb freue ich mich. Ich treffe auch ganz viele Freunde da oben und das wird bestimmt super lustig. Premiere heute für Cinderella im Käfer. Ja. Toll. Gehst du dann sonst auch gerne auf die Wiesn? Ich mag die Wiesn, weil ich bin ja eigentlich Bayer. Also ich bin zwar aus Hamburg, aber meine Eltern sind in Bayern aufgewachsen und ich bin quasi komplett genetisch Bayerin. Okay. Deswegen fühle ich mich hier sehr wohl und ich liebe auch solche Dirndl anzuhaben. Das ist irgendwie echt hübsch und süß. Und mir macht das echt Spaß. Schön. Ja, steht ja auch wunderbar. Auch deine Glitzertasche. Da gehen ja Frauen. Träume werden da ja erfüllt, ist ja der Wahnsinn. Und Schöpfchen und alles. Auch noch, was du heute extra beim Friseur? Ja, natürlich. Ich selber kann das ja nicht. Ich kann mich schminken, aber ich kann mich nicht frisieren. Ja, das lässt man auch gerne mal machen. Ja, ja, dann wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Almauftrieb und feier ganz schön für uns mit. Ja, wieso? Geht ihr nicht rein? Vielleicht. Natürlich geht ihr rein. Wir gehen einfach mit. Wiesengaudi kommt einfach mit. Genau. Wiesengaudi gehört ins Zelt. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also danke dir und dann bis später im Zelt. Ja, bis später. Ciao.